Hey alle zusammen, ich bin's, Barbie Brooklyn Roberts. Halt! Ist das Ding an? Das ist schon viel besser. Und jetzt kann ich euch offiziell willkommen heißen in New York, der tollsten Stadt auf der ganzen Welt. In New York City gibt es viele berühmte, großartige Orte, die jeder Tourist kennt. Dazu die Parks, die vielen Läden, die Pizzerien. Aber für mich ist diese Stadt noch so viel mehr. Hier bin ich geboren, in dem Stadtteil namens Brooklyn. Das war auch die Inspiration für meinen Spitznamen. In der ganzen Stadt ist immer sehr viel los. Es gibt Musik, Kunst und Tanz. Aufgepasst, jetzt zeige ich euch mein NYC. Willkommen zu Barbie, das Leben in der Stadt. Das ist der Name meines neuen digitalen Tagebuchs, das ich für meinen Medienkunstkurs an der Händler Kunstakademie mache. Darin geht es um die Dinge, die ich am meisten an New York liebe und wie sie mich inspirieren. Und meine beste Freundin Malibu ist hier, um mir zu helfen, alles an den Start zu kriegen. Bereit? Dann machen wir jetzt eine verrückte NYC-Tour, um einige meiner Lieblingsorte zu bestaunen. Wir fangen an mit der U-Bahn. Ja. Ah. Ganz knapp verpasst. Babyfotobombe. Ich liebe die Geräusche und die Bewegung der U-Bahn in New York. Die verbreiten einfach diese gewisse Energie, die mich immer glücklich macht. Oh, du machst mich auch glücklich. Oh mein Gott, bist du süß. Okay, das Tanzstudio in der Schule ist jetzt nicht gerade ein berühmtes Touristenziel. Aber es ist der Ort, an dem ich mich zentrieren und runterkommen kann. Und das tue, was ich am meisten liebe. Tanzen. Ich tanze schon, seitdem ich laufen kann. Das sagen zumindest meine Eltern. Als ich 3 war, hat mich meine Mutter in einer Tanzschule in Harlem angemeldet, wo ich zum ersten Mal klassisches Ballett gelernt habe. Ich war im Himmel. Und das war längst nicht alles. Ich habe über die Jahre total viele verschiedene Tanzstile erlernen dürfen. Aber Ballett war schon sowas wie meine erste Liebe. Ich glaube, mein Handy will mir sagen, dass es jetzt Zeit ist, zu meiner zweiten Liebe zu gehen. Pizza. Ich kann nicht genug davon kriegen. Ist die lecker? Ich verrate euch jetzt ein kleines Geheimnis. In dieser Stadt gibt es nämlich super viele berühmte Pizzerien. Aber eine echte New Yorkerin weiß, wie man die versteckten Orte mit weniger Menschenmassen, aber dafür mit viel mehr Käse findet. 1, 2, 3 Mozzarella! Bevor einige Künstler am Broadway groß rauskommen, fangen sie an kleinen Theatern in der Stadt an. Genau wie an diesem hier. Es ist so intim und süß. Total. Und als ich damals noch in die Schule ging, spielte ich in einer modernen Version von Romeo und Julia auf genau dieser Bühne hier. Es war, speziell, ehrlich gesagt. Romeo, Romeo, wo bist du nur, mein Romeo? Ich bin hier unten. Ich bin nämlich schon die ganze Zeit hier unten. Brauchst du irgendwas? Nein. Okay, daran muss ich noch arbeiten, aber hey, es hat mir genau das gegeben, was ich gebraucht habe. Das Selbstvertrauen niemals aufzugeben. Aber jetzt müssen wir uns auf den Weg machen. Es gibt noch so viel mehr zu sehen. Wisst ihr, was noch so toll an dieser Stadt ist? Gerade wenn ich denke, dass ich alle coolen versteckten Orte gefunden habe, entdecke ich wieder etwas völlig Neues, das ich vorher noch nie gesehen habe. Aber das habe ich jetzt nicht gerade gemeint. Ich konnte nicht widerstehen. Echt super, oder? Versteht ihr jetzt, wieso ich diese Stadt so liebe? Ja, das tut sie wirklich. Aber ich mag sie auch. Es ist einfach unglaublich, was man hier in New York alles tun und sehen kann. Fast schon zu viel. Also an einem Tag. Tja, ihr dürft gespannt sein. Denn dieses Projekt hat ja gerade erst angefangen. Hey, ihr! Zeit zum Abendessen. Und das Beste hier an New York? Meine Familie. Okay, wir haben totalen Hunger und müssen essen, aber ich bin in einer kurzen Minute wieder zurück mit Barbie, das Leben in der Stadt. Und denk dran, YAL, You Are Loved, steht für Du wirst geliebt. Denn seien wir mal ehrlich,
Da ist sehr oft dieser Druck, der uns glauben lässt, dass wir immer die Beste sein müssen. Oder perfekt, richtig? Aber die gute Nachricht ist, Perfektion ist nicht echt. Jeder und jede einzelne von euch ist nämlich bereits jetzt schon toll. Seid also nett zu euch selbst. Das Wichtigste ist, euch so zu lieben, wie ihr seid. Denn ihr seid genau richtig so. Und seid nett zu euren Mitmenschen. Denn im Grunde sind wir alle gleich. Du wirst geliebt. Wir sind raus.